Peace, ihr Ganoven, und willkommen zurück bei Let's Play Fallout 4. Lang, lang ist es her. Ja, Schande über mein Haupt. Ich habe lange nicht gespielt. Ich gebe es zu. Ja. Aber wir legen jetzt wieder los. Und ich nehme das erstmal jetzt mit einem anderen Aufnahmeprogramm auf, weil ich ja immer diese Facecam-Probleme hatte, seit ich meine Facecam gewechselt habe. Und ich hoffe, jetzt läuft alles glatt. Ich habe ein wenig rumprobiert. Ich hoffe, es ruckelt nichts und tuckelt nichts, ja. Und wir waren, glaube ich, zuletzt diesen Doktor im Hinterher tackeln hier. Dackeln. Wir sind im Hinterher gedackelt und da drin ist wohl irgendwas. Ich glaube, sein Vater oder so. Oh, was ist mit dir? Hatten die was Brauchbares dabei? Halt die Fresse! So lange habe ich dich nicht gesehen. Das Erste, was du machst, ist mich aufregen, sag mal. McCready. Du alte Mumu, ey. Oh. Ich habe alles vergessen, aber... Wenn du deine Trümpfe gut spielst, könnten wir eine Menge Geld verdienen. Und wenn du eine Fresse hältst, dann könntest du überleben. Stimmig. Ich muss erstmal wieder total reinkommen. Ich habe das Spiel ewig nicht gespielt. Aber ich habe Bock. Und wir rocken jetzt den Shit. Ich hoffe, die Quali ist auch gut und alles. Wie gesagt, ich nehme die Facecam jetzt auch in der Aufnahme auf. Also nicht separat, sondern alles in einem. Aber das wird schon alles klappen. Aber das interessiert euch auch gar nicht. Der ganze technische Scheiß hier, darum, den muss ich mich kümmern, ne? Okay, wir gehen jetzt einfach mal in die Irrenanstalt. Genau, da wollten wir hin. Yippee da. Ich freue mich. Ja. Total. Ich weiß nicht mehr, wie das geht, Leute. Ja. Verdammt. Die Tür ist von der anderen Seite aus blockiert. Wir müssen sie irgendwie... Was für eine Sauerei. Ich habe gehört, das wäre eine Irrenanstalt. Vielleicht sollten wir nicht reingehen. Da sagst du endlich mal was Vernünftiges. Ich kann nicht glauben, dass sich der Aufwand lohnt. Sieh dich da um. Nichts als Staub. Stimpex. Ich hab die... Hör zu. Mach dich bereit. Ja, ich bin immer bereit. Mein ganzes Leben lang bin ich bereit. Wie hast du überhaupt was abbekommen? Ich bin Stimpex-süchtig. Hab ich das schon mal erwähnt? Ja, wenn ich Stimpex sehe, dann ist das so... Wo ist denn jetzt hin? Also. Naja. Ich hab keine Angst vor euch. Da braucht schon mehr, um mich zu erschrecken. So einiges hier erlebt. Todeskrallen. Und was nicht nur alles. Die ist zugekettet, gut. So. Rollstühle in Irrenanstalten, das ist so irgendwie so das Startup-Bag, ne? Oh, ein Zellschlüssel. Mitnehmen. Ich dachte gerade, ich habe das Putzmittel mitgenommen. Das wäre natürlich. Kann man die raus? Lefty sollte lieber alles fair aufteilen. Lefty, Alter. Wo ist Righty? Hey! Alter, der hat's voll drauf! Du hast ja Skills! Oh, ich hab's vermisst. So ein bisschen hab ich's vermisst, ne? Und mit seinem Flammenwerfer schlägt ihn! Da kommt was! McCready! Ja genau, schlug mit lustig. Fang an zu brennen. So wird das bei uns hier erledigt! Ihr seid gut. Ihr seid alle sehr gut. Fleißig, die Bienchen. Na komm. Schrotpatrone, finde ich gut. Momentchen, nicht so schnell hier, ne? Sterb endlich! Nö. Oh! Den nehme ich mit. Hallo, ich habe hier gerade meine Nerd-Sammlung erweitert. Würdest du mal bitte aufhören, mich zu stören, du alter Kacko? Was ist denn hier für ein Go? Finde den Feind! Ich hab den Feind gefunden, McCready. Halt die Klappe. Da ist der Feind. Glaubst du, du kannst hier gewinnen? Du bist so unfähig. Egal. Lasst ihn. Er darf das. Er ist mental behindert. Ist okay. Echt, Ja. Willst du wohl Spielchen mit mir spielen? Oh, was?
Ja, ich spiele gerade ein Spielchen. Und zwar das Spielchen nennt sich Fallout 4. Und du bist auch dabei. Guten Tag. Hä? Auf wen wird denn die geschossen? Wir müssen sie aufhalten, bis Lefty unten fertig ist. Lefty. Auf wen hat denn der geschossen? Hier ist doch niemand. Ich war doch gerade hier. Hä? Oh. Du bist hier aber auch angeschlichen, oder? Na hallo. Ja, dann geh doch mal aus. Er hat dir voll den rechten Haken gegeben. Oh. Was ist das? Aha. Schaden 7, das ist ja süß. So. Ich geh mal vor jetzt. Habt ihr gesehen? Ich habe diesen Wachroboter mitgenommen. Was ist denn der? Wie heißt denn der denn? Wie heißt der denn? Wachmodell oder irgendwie sowas, ne? Hier! That's cute. Das ist Robert, der Roboter. Kennt ihr ihn noch? Das ist cool. Das hat was. Soll ich mir gern selber ins Regal stellen? Scheiße! Hab sie verloren! Robi, der Roboter. Jack! Wenn ich dich erwische, bist du tot! Das sagen sie immer alle. Klein kriegt mich keiner. Und mich. Komm schon her, du Wichser! Küsst du mit dem Mund auch deine Mama oder was? Ich bin gerade voll abgehärtet. Ich habe so null Angst irgendwie. So null. Sonst bin ich ja immer ein bisschen vorsichtig und ich habe ein bisschen Panik, dass mir irgendwas passiert. Aber gerade bin ich so. Ich könnte jetzt sogar ein Horrorspiel spielen, glaube ich. Ich bin gerade so in so einer sehr stabilen Verfassung. Kann man das so nennen? Herr Patrick, bring mir den doch bitte bei Gelegenheit mal bei. Ja, dann guck zu. Lerne. Autodidakt, verstehst du? Bringst dir selber bei. So schwer ist das nicht. Ich habe wieder total vergessen, was ich alles mitnehmen muss und was nicht so wichtig ist. Ich weiß noch Aluminium. Experte. Nee, ich bin, wenn jemand ein Experte ist, dann aber ich, ne? Tada! Geschafft! Patrone. Vorkriegsgeld. Ich glaube, ich krieg eine Erkältung. Fühlt sich so an. Aber ich will jetzt hier nicht rumheulen, ne? Check, Alter. Machst du schon Alarm oder was? Wo ist eigentlich Lefty? Oder wer ist Lefty? Ich waffel dich. Ich glaube, wir haben Gesellschaft. Böses Ding. Böses Ding. Polunder und Hose. Polunder. Wer sagt denn Polunder? So wie Schlüpper. Wer sagt Schlüpper? Das Wort ganz schlimm. Schlüpper. Zieh mal deinen Schlüpper aus. Ich finde wahrscheinlich nur ich gerade lustig, aber okay. Ist okay. Und dann ich Spaß hab, ne? Melone und Wein. Geile Kombo. Bin so ein bisschen ausgelassen und bin gerade so in der Stimmung, ach, du brauchst nicht alles looten. Loot nur das, was dir so auffällt. Ich weiß, es kann in Fallout echt fatal sein, aber ich habe gerade Lust darauf, so nicht so ganz akribisch jeden Spind durchzugucken. Hey, was hängst du denn hier so ab? Wie schlimm bist du verletzt? Noch bin ich nicht tot.
aber ich kann nicht aufstehen. Konntest du verhindern, dass sie den Aufzug benutzen? Ja, ich habe den Aufzug in den Keller geschickt und abgeschaltet, wie du gesagt hast. Gut. Ich habe einige von ihnen mit Kugeln durchsiebt, bevor sie mich zurückgelassen haben. Hab schon länger niemanden gesehen. Denke ich, ist schwer, nicht das Zeitgefühl zu verlieren. Kannst du wirklich nicht aufstehen? Ich könnte deine Hilfe brauchen. Ja, Jack, da bin ich mir verdammt sicher. Schon gut. Mach dir keine Sorgen. Da müssen wir uns eben hier alleine drum kümmern. Sie sind definitiv in den Keller vorgedrungen. Aber ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben. Ist jetzt aber auch egal. Ja, ist egal. Wir müssen durch den verlassenen Teil des Gebäudes. Sieht aus, als würde das Abramelin-Feld noch funktionieren. What? Obwohl mehrere Sicherheitstüren im Keller bereits aufgebrochen. Das Ding wurde ja so richtig hochgejagt. Wir sollten uns beeilen, wenn wir sie aufhalten wollen. Sie scheinen unbedingt zu Lorenzo vordringen zu wollen. MacReady. Alter, wenn der Kuchen spricht. Haben wir Krümel, ruhig zu sein. Da redet voll so eine Respektsperson, der hier voll die Ahnung von so einem Abramelin-Feld hat. Und er kommt hier rein. Alter, die müssen es ganz schön hochgejagt haben. Danke für die Info. Das war jetzt, dieser Beitrag war sehr wertvoll von dir. Ich glaube nicht, dass wir schon fertig waren. Ja, ich glaube auch nicht. Sprich mit MacReady, der scheint Ahnung zu haben. Das wollten wir alle wissen, MacReady. Dein Senf dazu, echt. Manchmal. Ach. Er ist so herrlich unbedarft. Er sagt, was er denkt. Ihm egal. Dann macht ihn immer auch wieder sympathisch, ne? Er denkt sich so, scheiß drauf. Auch wenn du hier einen auf wichtig machst. Ich darf auch meinen Senf dazugeben. Interessiert zwar keinen, ich habe auch keine Ahnung. Ah, mach mal, MacReady. Du hast ein Selbstbewusstsein. Schieß los. Ja, was soll ich denn losschießen? Ich schieße dir den Kopf. Und du sagst, schieß los. Lass mich erstmal ganz kurz hier gucken. Nee. Ich bin gleich wieder für dich da. Ich will... Oh, Mann. Hm? Was willst du denn von mir? Was genau geht hier eigentlich vor? Ich denke, du solltest es wissen. Es ist schwer zu sagen, wie gefährlich Lorenzo durch das Artefakt geworden ist. Er ist nicht nur gemeingefährlich und geisteskrank, sondern verfügt über größere Stärke und ist gegen die meisten Arten körperlichen Schadens unempfindlich. Außerdem beherrscht er eine Art lokale Telekinese, die durch das Artefakt selber hervorgerufen wird. Wir müssen jetzt in den Keller, bevor die Eindringlinge einen Weg finden, Lorenzo zu befreien. Folge mir. Sei vor. Gleich. Charisma. Dauerhaft um 1 erhöht. Das ist natürlich toll. Wir müssen jetzt hier gegen so einen Endgegner, Nemesis, kämpfen und... Vorsichtig, Jack. Warte. Ach, wow. Lass es einfach sein. Was soll ich sein lassen? Wartet. Ich bin noch nicht so weit. Die Frau muss ihn noch hübsch machen. Jetzt, ich will erst mal lesen hier. Ja. Patientenakten. Warnung. Beschädigte Daten entdeckt. Dateien sind möglicherweise verkürzt oder fehlen. Wenden Sie sich sofort an einen IT-Mitarbeiter. Ja, das bin doch ich. Patient 001 MS. Greife auf Datenbank zu. Vertraulich. Freigabestufe. Bezirksdirektor erforderlich. Vertraulich. Name Cabot Lorenzo. Ah, das ist er. 28. März 1835? Wir haben 2077 oder noch ein bisschen später? What the fuck? Einweisung 11. Juni 1898. So lange ist der schon hier drin. Wie alt ist denn dann Jack? Habe ich irgendwas verpasst? Konnten die ewig leben? Oh mein Gott. Behandlungsdauer unbegrenzt. Ja, das ist ein gutes Wort dafür. Never ending story, ne? Hochsicherheitseinrichtung. Zustand speziell. Das ist auch mein Zustand übrigens. Das darf man mich jetzt immer beschreiben. Zuweisung speziell. Der Patient wurde gegen seinen Willen zur unbegrenzten Verwahrung in die Hochsicherheitseinrichtung eingewiesen. Die Behandlung unterstieg direkt Bezirksdirektor Cabot. Ohne ausdrückliche Anweisung durch Bezirksdirektor Cabot ist der Kontakt mit dem Patienten untersagt. Nein, den wollte ich doch gar nicht. Zurück. Ja, ist ja gut jetzt.
Okay, De Soto Antonio. Der wurde 42 zum Beispiel, 2042 eingewiesen, geboren. Und Einweisung war 2068. Behandlungsdauer 5 Jahre, wurde verlängert. Ort Isolation, nee, Isolierstation, Raum 03. Zustand, ne, ich glaube, ich habe gespuckt. Entschuldigt bitte. Zustand ist speziell. Zuweisung Bezirksdirektor Cabot. Das ist wieder Jack, nehme ich mal an. Patient wurde nach Sondervereinbarung mit der Familie eingewiesen. Auf rechtliche Beratung wurde im Beisein von Bezirksdirektor Cabot verzichtet. Patient darf keine Besucher empfangen oder Kontakt zur Außenwelt aufnehmen. Ja, dann kann man ja auch gleich erschießen, ne? Solange der Patient kooperativ ist, sollen alle machbaren Annehmlichkeiten bereitgestellt werden. Keine Behandlung erforderlich. Ja, aber der Mensch ist doch ein soziales Wesen. Der braucht Kontakt. Das geht nicht. Das geht nur schief. Wird ja nicht besser dann, ne? Wenn er schon speziell ist. Man ihn dann noch isoliert. Hallo? Okay, Stawski, Aniela. Stawski. Polin, nehme ich mal an. Geboren April 2052. Einweisung April 2072. Behandlungsdauer offen. Ort Isolierstation, Raum 07. Hier sind irgendwie alle speziell. Schon wieder Cabot. Patientin hat sich selbst eingewiesen. Patientin hatte bislang keine Besucher und hat keine bekannten Verwandten. Patientin hat nie Verbrechen gestanden oder gewalttätiges Verhalten an den Tag gelegt, aber Details aus den Gesprächssitzungen gleichen denen eines Falls, bei dem 4 Studenten der Mass Bay University vergiftet wurden. Oh. Behandlung Kunsttherapie. Ergebnisse sind beunruhigend. Also so mit so schwarze Kreise. Ja, es ist. Aber sie hat sich selber eingewiesen, ne? Man sagt ja immer, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Smith, Robert Bobby Smith, okay. 2064 wurde der eingeliefert und geboren und 2074, der ist 10 gewesen. 8 Jahre Behandlungsdauer, Isolierstation, speziell, Bezirksdirektor, das ist ja immer das Gleiche. Patient wurde vom Jugendamt von Massachusetts in die Obhut von Bezirksdirektor Cabot übergeben. Familie des Patienten ist ortsansässig, weigert sich aber, ihn zu besuchen. Gibt seine Vergehen freimütig zu, mehrfacher Mord, Körperverletzung mit 10? Also das ist immer mal am gruseligsten, ne? So verrückte Kinder. Weil ich denke mir immer, ich denke ja, dass immer solche psychischen Krankheiten oder so verrückte Menschen, die halt schlimme Sachen machen, ja meistens durch ihre Umfeld oder ihre Erlebnisse so wurden. Ich glaube, genetisch ist das nur sehr selten der Fall, dass man einfach im Schuggel im Kopf ist, ne? Also weil es genetisch kaputt ist. Aber wenn man mit 10 schon Mord und Körperverletzung begangen hat, da kann man ja noch nicht so viele negative Erlebnisse oder Einflüsse gehabt haben, dass man so krank wird. Ja, also krank im Sinne von psychisch krank, dann finde ich das schon ganz schön schlimm. Dann musste er schon entweder richtig mies was erlebt haben mit 10 oder er war genetisch schon kaputt. Kaputt. Gibt ja auch so Leute, die zum Beispiel keinen, den so, wie nennt man das? Wie heißt denn das? Den so ein gerecht, man hat ja so ein angeborenen gerechtig oder angeborenes Gerechtigkeitsempfinden. Man weiß so, was falsch und was nicht falsch ist. Ne? Einfach so durch soziale Strukturen und sowas. Und es gibt aber manchen Menschen ist das ja ausgeschaltet. Die wissen einfach nicht oder können nicht unterscheiden zwischen falsch und richtig. Also nicht aus Instinkt heraus. Solche Menschen begehen dann halt manchmal einfach Verbrechen oder Straftaten, weil sie es einfach nicht besser wissen, weil sie nicht wissen, dass es Unrecht ist. Und worauf wollte ich hinaus? Ja, das ist dann genetisch. Sowas gibt es wirklich. Und die müssen dann aber auch weggesperrt werden, weil die sind halt für alle eine Bedrohung. Auch wenn sie da gar nicht wirklich was für können. Ich schweife hier ab. Egal. Psychologiestunde vorbei. Aber es ist schon interessant. Also Verhaltensforschung, Psychologie ist schon... Und Irrenanstalten, auch wenn sie immer gruselig sind oder halt in Horrorfilmen oder Horrorspielen ja immer als gruseliges Setting genutzt werden, an sich ist das, glaube ich, schon, kann das schon ziemlich interessant sein, wenn auch ein bisschen, naja, auch ein bisschen gruselig. So, Behandlung. Musiktherapie. Bachs Toccata und Fuge in D-Moll ist das einzige Stück, das sein Lachen beenden kann und er lacht fast durchgehend. Okay, also natürlich schon ein bisschen crazy. Also das ist echt Lust. Das ist
nicht lustig. Das ist sehr beunruhigend, wenn jemand durchgehend lacht. Wahrscheinlich auch noch so ein total irres Lachen. So ein ja. So lache ich auch den ganzen Tag. Wo waren wir? Ich glaube, den haben wir zuletzt, ne? Cherise Fenno. Geboren 32 und eingewiesen 76. 2 Jahre wurde die behandelt. Isolierstation speziell, kennen wir alle schon. Patientin darf eigene Kleidung, schwarzes Leder tragen, solange sie weiterhin kooperativ ist. Okay. Patientin zeigt Symptome der oft missverstandenen Störung Paraphilie. Philie ist ja irgendwas, was man mag. Para, dann denke ich an Paranormales, also so Außergewöhnliches. Paraphilie. Besuche von überprüften männlichen Partnern genehmigt. Gespräche über diese Besuche mit Bezirksdirektor Cabot sind ein integraler Bestandteil der andauernden Therapie. Oder ist sie so ein bisschen sexsüchtig oder sowas? Hört sich mir so noch an. Kontemplative Psychotherapie. Schocktherapie, ob ich sowas immer höre. Warte mal, wir gucken mal, was Paraphilie heißt. Ich google das mal ganz kurz. Seht ihr? Ich bin da sehr interessiert im Thema. Ich hoffe, ihr auch. Und wenn nicht, dann müsst ihr jetzt trotzdem dadurch. Paraphilie. Ich bin mal sehr wissbegierig. Die Paraphilen sind eine Gruppe psychischer Störungen, die sich als ausgeprägt und wiederkehrende, von der empirischen Norm abweichende, sexuell erregende Fantasien, dranghafte sexuelle Bedürfnisse oder Verhaltensweisen äußern. Also, okay. Ja, und auf jeden Fall was mit Sex zu tun. Also ziemlich interessant. Okay, wir sind fertig. Deswegen mussten die männlichen Patienten auch kontrolliert werden. Ich nehme an, dass es da sonst abging. Okay, Name Nachtkrieger. Wirklicher Name unbekannt. Nachtkrieger, als wärst du ein Rollenspiel-Junkie. Geboren unbekannt. Okay, das ist schon wieder interessant. Einweisung 2074. Behandlungsdauer offen. Isolierstation. Speziell, bla bla. Patient weigert sich, seinen wirklichen Namen zu verraten. Behauptet, er habe eine geheime Identität. Patient glaubt, er sei ein Superheld. Ja, ich auch. Besitzt einen übermäßig ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Mhm. Das ist ja schon mal was Gutes. Muss von einigen Patienten getrennt werden, um Auseinandersetzungen vorzubeugen. Ja gut, das ist natürlich, wenn jemand einen sehr krassen Gerechtigkeitssinn hat und denkt, er ist ein Superheld und dann mit Irren, eingesperrt wird, die Straftaten begehen und das als normal empfinden, dann ist er natürlich hier super aufgehoben. Das ist wie Batman in Gotham City, weißt du, alle sind böse und durchtrieben und er ist Batman. Realitätstherapie, umfassende Gesprächstherapie. Ja gut, das ist ja eine Psychose, ne? So, denke ich mal. Er weiß halt einfach nicht, was die Realität ist. Okay, finde ich sehr. Hochsicherheitsverwahrungsanlage, das ist Filmstatus. Hochsicherheitsverwahrungseinrichtung. Hauptaufzug inaktiv, okay. Adrenalinfeld grün. Sicherheitstüren Warnung. Wieso? Warnung? What? Okay. Sicherheitsanlagen, nicht autorisierter Zugriff, ja. Gesichert. Alle Systeme normal. Ja, das ist ja schon mal super. Hochsicherheitskammer, gesichert. Das ist ja auch sehr beruhigend. Die schlimmsten Fälle sind anscheinend noch eingesperrt. Aber ich sag euch mal, was mir jetzt Sorgen macht. Das ist hier voll die Hochsicherheitsirrenanstalt. Hier gibt es anscheinend richtig fiese Leute, die hier umhergehen, die hier drin sitzen. Weißt du, die Schlimmsten der Schlimmsten. So ein bisschen Hannibal Lecter sitzt in seiner Zelle und wir müssen da jetzt natürlich runter. Das alles ist klar? Mir geht's gut. Das ist schön. Und wir müssen da jetzt runter. Das ist sehr beunruhigend, finde ich. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich möchte nicht so mit den Irren da unten. Ich brauche jetzt meinen Whisky hier im Bourbon, um das durchzustehen. Na, lauf mal. Da. Was geht denn mit dir, Alter? Hey, Jack. Wir müssen uns beeilen. Yankee? Ich bin hinter dir. Mein Freund. Du machst das. Du hängst. Entschuldigung. Ist eine Tür. Zeit zum Sterben!
Was? Was ist passiert? Fall mir nicht aus. Was passiert ist? Was du denn? Aufpassen! Oh, ja. Au. Das hat hier gebumst. Wo denn? Wo denn? Ah, jetzt fehlt jemand. Nickerchen. Weißt du was? Ich hab jetzt Schnauze voll hier. Bumm. Du ziehst nicht nochmal eine Granate. Jetzt gibt's noch mehr. Wo denn noch? Oh, mir geht's nicht so gut. Habe ich das... Das dumpfe Gefühl. Was essen wir denn? Eine Hauptblume. Zieh doch rein. Zieh durch. Moment, ich muss mich ein bisschen aufladen. Ist er tot? Nee. Hier die Einzige, die ihren Job richtig macht? Das ist mein Grundstück. Betreten verboten. Das wird die jetzt bestimmt einschüchtern, wenn du das sagst. Entschuldigung, hier ist die Besitzurkunde. Würden Sie bitte runtergehen? Das geht so nicht. Schwachkopf. Jack, da ist eine Mine. Vorsicht. Ich esse mal noch was. Moment. Können wir die auch essen? Ja, Zuckerbombe. Jetzt würdest du so ein paar Frosties reinziehen. Fruit Loops. Ja, ein paar Fruit Loops, dann geht's uns wieder gut. Was machst du denn da? Check, Alter. Erhol dich mal ein bisschen. Hier. Gedärme. Wo müssen wir eigentlich hin? Habe ich schon erwähnt, dass ich nicht in die Irrenanstalt möchte? Aua, was schiebst du mich denn? Du hast gesagt, dir nach. Lauf. Wo muss ich jetzt vorgehen? Ein schöner Innenhof hier, ne? Schön tutti. Ja, ja, ja. Steampick. Hey Jack, war nicht so schnell. Diesen Trakt haben wir nie benutzt. Seit Jahrzehnten ist hier niemand mehr gewesen. Wir wissen nicht, worauf wir hier stoßen. Das hört sich sehr vertrauenswürdig an. Ich freue mich schon. So. Bevor das jetzt hier weitergeht und wir da in die Irrenanstalt vordringen, ja... Und Jack in den Höllen schon folgen. Machen wir ein Folgenpäuschen. Ich hoffe, die Folge hier in diese tolle Irrenanstalt, in dieser tollen Irrenanstalt hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut. Ciao, ciao. Bam.